Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Crusader Kings 3 Fate of Iberia. Und wir befinden uns gerade im Krieg in unserer Westerweiterung, im Krieg mit Portugale, Baja und auch mit dem beidseitiger Verbündeten Algarb. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach direkt ins Spiel rein. Guck mal, wir haben hier Gefangene Lösegeld bringen können. Keiner von denen scheint Kriegsscore wert zu sein. Das heißt, wir können sie verkaufen. Diego ist 10 Geld wert. Nehmen wir. Maria ist. Der wäre 50 wert. Ach. Schwester von dem König von Navarra haben wir gefangen. Ja, die können wir erstmal noch gefangen halten. Wo kommt sie denn her? Haben wir schon beim letzten Krieg gegen Navarra gefangen genommen? Wir haben noch Kizilu Banu, noch eine Schwester von ihm. Boah, das ist seine richtige Schwester, was war's eben? Maria. Ja, sind beide Schwestern von ihm. Never mind. Ah ja, sehr gut. Dann kann ich da noch 100 Gold rauskriegen, wenn er das Geld denn hat. Falls er das Geld noch bekommt. Macht er Geld? Ja, er macht ein Geld pro Monat. Das heißt, in 2, 3 Jahren können wir ein bisschen Geld von ihm einfordern. Das müssen wir dann bedenken. Wenn Herzog Bilal einkehrt, was hat er denn? Achso, er ist, ja genau. Er ist der, der nicht unserer Religion angehören möchte. Das werden wir noch machen nach dem Krieg. Das möchte ich nicht machen. Verbündete den Krieg rufen brauche ich, glaube ich, keine mehr momentan. Und ich möchte hier hinmarschieren und diese Armee besiegen, denn er ist genau da, wo wir gerade die Gemeinde bekehren und sie ist schon bei 86,1% Fortschritt. Und wenn das jetzt unterbrochen wird, dann wäre das sehr, sehr, sehr traurig. Deswegen marschiere ich dahin, hoffe, dass meine Verbündeten mitkommen. Kommen sie auch. Es müsste auch eine Verteidigungsschlacht in Hügeln werden, plus 5 Verteidigungsvorteil und im Winter, was nichts an Kriegspunkten bringt. Einmal kurz den Timer gestartet, den ich wieder mal vergessen hatte. Ja, und wenn wir diese Schlacht geschlagen und gewonnen haben, hoffentlich noch bevor die Belagerung fertig ist. Das wäre knapp, aber wir schaffen es noch. Moment. Unsere Verbündeten sind scheinbar nicht mit im Krieg. Die Armee von. Das muss ich noch ändern. Von ihm. Ich möchte dich auch gerne in. Heid der Warentruppe. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Aber eigentlich möchte ich dich in den Krieg mit einrufen. Und zwar in den Krieg gegen. Wahrscheinlich dann den anderen. Gegen Portugale. Dann sollten seine Truppen jetzt nämlich sich gleich, sobald er annimmt, meine Seite anschließen und ich sollte weniger Verluste machen, hoffentlich. Ja, da ist er. Schon haben wir 1000 Mann mehr in der Schlacht. Und schon sieht es besser aus. Ein Event! Inkognito. Heute Abend lege ich alle Symbole meines Ranges ab und bewege mich anonym unter meinen Soldaten. Der Abend ist ruhig und als der Streit beginnt, dringen die Worte laut und deutlich an mein Ohr. Ein Infanterist versucht, den Befehlshaber von den Vorteilen einer alternativen Strategie zu überzeugen. Mein Ratsmarschall, Bürgermeister Mustafa Radin, will davon jedoch nichts wissen. Als ich dazu stoße, hebt er gerade die Faust. Ich gehe dazwischen und beschütze den Soldaten. Kriegsführungslebenshandelvorzug. Hat gegen erfahrenen Krieger gekämpft. Oder ich werde verwundet. Aber weil ich sadistisch bin, passt das nicht zu meinem Charakter. Ich statuiere ein Exempel an ihn. Bürgermeister wird verwundet. Das will man eigentlich nicht. Ich schleiche mich davon und ernte die Lorbeeren für die Idee. Innovative Strategie. Irgendwie passt das zu unserem Charakter, finde ich. Wir sind ein zynischer Sadist. Ich würde sagen, das passt irgendwie zu uns. Auch das wird zu uns passen, aber das Spiel sagt, weil wir sadistisch sind, passt es nicht. Also schleiche ich mich davon. So, und damit haben wir die Stadt hier verteidigt. Sie kann weiter bekehrt werden, was sehr, sehr gut ist. Sonst wäre der gesamte Aufwand, wie gesagt, umsonst. Dann können wir uns jetzt wieder darum kümmern, Portugale einzunehmen. Wobei, ich denke, ich werde erstmal diese benachbarte Provinz einnehmen. Und das hier ist mir egal. Denn dieser Graf ist mir sowieso egal. Denn alle seine Väter waren fiese Verräter, die mir das Leben echt schwer gemacht haben zwischenzeitlich. Meine Schwester möchte mir huldigen. Auf jeden Fall.
darf sie. Beschämt. Das ist natürlich ein bisschen traurig. Warum? Ich warte geduldig auf meinen Thron, geduldig auf meinem Thron auf die Ankunft von Gräfin Dolcher, die mir auch schon bald angekündigt und präsentiert wird. Sie kniet ehrerbietig nieder und leistet den Eid, dem Reich als treuer Vasall zu dienen. Als Gräfin Dolcher sich erhebt, stolpert sie unbeholfen. Dem gesamten Hof verschlägt es den Atem, als sie stürzt und von mir auf den Boden landet. Alle Viere weit von sich gestreckt und puterrot vor Scham. Eure Eier sind alles, was ich, für mich zählt. Was für ein Trauerspiel. Der kriegt den Spitznamen, die Elegante. Aber eigentlich sind wir ja nicht bösartig. Wir sind sadistisch und zynisch. Als Zyniker passt das schon irgendwie, was für ein Trauerspiel zu sagen. Also machen wir das auch. Auch wenn ich es nicht gut finde eigentlich. Aber es passt zu unserem Charakter. So, eine Fraktion gegen uns wurde geschaffen. Mal schauen. Will das Reich des Lehnsherrn vernichten. Der Graf Wanoko Ibn Suleiman. Ich will dein Land haben. Kannst du mal aufhören, mein Reich vernichten zu wollen? Das ist übrigens ein neuer Kriegsgrund, den es mit dem neuen DLC gab. Oder mit dem Update des DLCs, besser gesagt. Ah, West Winchester ist jetzt auch da. Meine Verbündeten sind also alle da. Wir können jetzt anfangen, hier zu belagern. Ja, ich werde erstmal den Krieg mit Portugal beenden. Die Auflösungsfraktion hat sich schon aufgelöst. Stand da gerade, was ihr wahrscheinlich nicht sehen konntet, weil meine Kamera direkt darüber war. Wieder jemand, den ich hasse, der mich hasst. Oh nein, ein Sohn. Genau das, was ich nicht wollte. Aber das gucken wir uns gleich an. Wieder jemand, den ich nicht mag, will mich zum Brett spielen. Nee, auf keinen Fall will ich mit dir Brett spielen. Ein Sohn. Wie hieß mein verstorbener Bruder noch gleich? Der hieß... Sunifred. Wir haben schon Sunifred, oder? Ja, wie hieß mein Vater? Sunifred, verdammt. Ich heiße Louis. Der soll er doch auch Louis heißen. Louis. Und möglichst stark und weise werden. Das ist schlecht für unser Erbe. Wenn wir uns das jetzt mal angucken, dann sehen wir in der Nachfolge, dass wir einen Titel verlieren. Und zwar das Königreich von Kastilien wird gegründet. Und dementsprechend würde es sich dann von uns abspalten. Was nicht so gut wäre. Aber auch kein Weltuntergang. Er sieht irgendwie... Als hätte er die Gene meines Bruders und wäre ein bisschen hässlich, aber gucken wir mal, was daraus wird. So, wie viel Geld hast du jetzt? Immer noch nicht genug, okay. Ja, machen wir erstmal weiter mit dem Krieg. Aviro muss eingenommen werden. Und hier sehe ich feindliche Armeen marschieren. Mal gucken, wohin. Die scheinen nach Portugal. Wir haben 7 Gold durch die... Besetzung gekriegt und es gibt wieder eine Auflösungsfraktion. Wieder von demselben Typen. Unsere Verbündeten sind hier. Ich werde mich mal meinen Verbündeten anschließen, glaube ich. Damit diese Belagerung hier nicht abgebrochen wird. Das machen die ja immer mal wieder gerne, die KI. Laufende Belagerung abbrechen, nur weil ich meine Truppen irgendwo anders hin bewege. Wir haben öffentliche Bauarbeiten entdeckt. Sehr interessant. Mal gucken, für was er sich jetzt entscheidet. Er scheint sich nun für den Kriegsgrund zu interessieren. Er ist immer ein okayer Gelehrter, was das angeht. Also er ist nicht furchtbar. Aber trotzdem möchte ich natürlich die Plenarsitzung haben. Das gefällt mir so eigentlich nicht. Aber wir haben öffentlichen Bauarbeiten. Das heißt, wir können jetzt Entwicklung bis 20 hochkriegen. Wie weit ist sie denn bei Toledo eigentlich? Wir sind, glaube ich, nicht so weit. Wir sind bei der Entwicklung von 15. Also kann sie jetzt weiter steigen, das ist schon mal gut. Sind ziemlich weit entwickelt tatsächlich für das Jahr 914. Jetzt bildet sich immer wieder die Auflösungsfraktion und sie wird immer wieder aufgelöst. Ein relativ nerviger Bug tatsächlich. Noch jemanden gefangen genommen, den wir nicht verkaufen können. Schade. Aber jetzt erobern die Hauptstadt und dann... Ich möchte keinen Waffenstillstand mit niemandem von euch. Auch nicht mit der Herzogin von irgendwo. Wo ist es denn? War das hier? Nee. Welche Herzogin war das denn? Mein. Nur mal so aus Interesse. Keine Ahnung. Ah! Mallorca war's. Nee, ich denke auch Mallorca wird irgendwann... Ah, guck mal, Salamanca wurde bekehrt, stand hier gerade. Auch sehr, sehr gut. Dann können wir jetzt weitermachen und... Erst das Christentum oder erst die Moslems vertreiben? Ich denke, wir werden zunächst
in Saragossa. 9 Jahre. Es dauert einfach ewig, weil er auch nicht, echt nicht gut ist. Aber naja. Irgendwann wird er sterben und dann kommt ein neuer. Er ist ja auch schon 68. Und die Fraktion hat sich wieder aufgelöst. Nichts Interessantes, was da steht. So, wenn Porto fällt. Ja, dann ist der Krieg vorbei. Wir haben noch jemanden gefangen genommen, der hoffentlich Geld wert ist. 25, den verkaufen wir nicht. Doch, können wir verkaufen. Lösegeld fordern. Jo. Und ich dürfte jetzt hochhalten, möchte ich aber gar nicht. Und auch hier marschiere ich jetzt zur Hauptstadt von denen. So, jetzt machen wir hier erstmal Frieden mit Portugal. Dann sieht das auch ganz anders aus, unsere Grenzen. Ich habe dieses Land direkt bekommen. Und dieses Land gehört einem andalusischen, muvaladistischen Vasallen, der begriffsstutzig, reißbar und ein Haschischraucher ist. Dazu ist er unersättlich, ungeduldig und sprunghaft. Ein furchtbares Wesen. Ich werde erstmal seine Bekehrung verlangen. Das Traurige ist, dass ich niemanden seinen Titel aber kennen kann momentan. Was echt nicht so cool ist. Dafür brauche ich einfach die höhere Lehnsautorität. Mein Ruhm ist weithin bekannt. Ich bin jetzt Illuster. Er möchte nicht. Das heißt, ich darf auch ihn einkerkern. Wenn er das Feind des Drittes... Ja, das ist Portugale, die jetzt dem anderen Krieg beitreten. Das war zu erwarten, aber es sollte keinen großen Unterschied machen, meiner Meinung nach. Ja, die 430 Mann sind jetzt auch kein großes Ding mehr. So, die Kontrolle wird erhöht, die Kultur wird gewechselt. Also das ist alles korrekt, was da nebenbei läuft. Das darf man ja nicht vergessen während des Krieges. Wer bist du denn? Was für einen Krieg führt ihr? Krieg um den Anspruch von Mufti. Ah, da will jemand das Taifa übernehmen. Das darf nicht passieren, nicht bevor ich fertig bin mit dem Krieg. Aber wird es auch nicht, weil ich werde die Hauptstadt einnehmen und dann wird ihm das Kriegsziel fehlen. Ihr seid nicht gut genug ausgerüstet, um diese Festung zu belagern. Gotruda spielen in der Baronie von Casares. Ja, warum nicht? Natürlich wird sie da sein. Dürfen die Kinder spielen. Sehe ich jetzt keinen Grund, warum nicht. Kriegsführungsvorzug. Sehr gut, sehr gut. Harte Herrschaft. Ich denke, die harte Herrschaft wird was für uns sein. Und wir haben hier gefangen genommen. Einen sehr alten, weisen Mann. Ist er Geld wert? Nein. Wenn er so weise und so alt ist, dann hat er auch bestimmt schon irgendwelche Geheimnisse, die er mir erzählen kann, nicht wahr? Wieso kostet mich das 100 Pietät, ihn zu foltern? Das verstehe ich nicht. Ich bin doch sadistisch. Schade. Ich glaube, wir können auch von unserem Ratspriester zu beeinflussen. Jo, auf jeden Fall. Vielleicht irgendwas Sinnvolleres zu tun. Mit unserem freundlichen Intrigespiel. Wer ist denn mein stärkster Vasall momentan? Der Graf Ibn al-Mundur von Cordoba. Du bist mein stärkster Vasall mit 1500 Mann und nur einer Grafschaft. Ah, weil es Cordoba ist. Die ist unglaublich stark, diese Provinz. Deswegen will ich sie auch haben. Aber ich werde jetzt hier eine Freundschaft mit ihnen anstreben. Denke ich. Oder ein Bündnis. Ein Sippenmörder und Mörder. Aber er ist reuevoll, na immerhin. Ich denke, ich werde erstmal eine Freundschaft mit ihm versuchen zu bekommen. Das möchte er nicht. Eine Verwaltungsdebatte. Wir sind auch scheiße in Verwaltung. Ich lasse es erstmal. Achso, wir haben die Stadt schon eingenommen. Hab ich gar nicht mitbekommen. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt... Ich würde gerne diese Provinz einnehmen. Aber ich würde ungern gegen diese Armee kämpfen. Kämpfen wir gegen die Armee, gegen die wir wirklich kämpfen müssen. Mein Kind ist zurückgekehrt. Vom Spielen. So.
Das ist die falsche Armee, die ich hier bekämpfe. Den will ich nicht bekämpfen, verdammt. Die hier will ich bekämpfen. Ich möchte nicht da lang marschieren, wo ich eben gesagt habe, dass ich lang marschieren möchte. Nope, ich möchte... Wie komme ich jetzt zurück? So, so komme ich zurück, ohne Verluste zu erleiden. So, sehr, sehr gut. Er kämpft gegen die 300 Mann und deswegen können wir jetzt hingehen und gleich gegen ihn kämpfen. Das ist sehr, sehr gut. 5800 Mann gegen 1600 Mann. Aufgabe erledigt. Kontrolle in Saragossa. Okay, dann müssen wir uns darum kümmern, die Kontrolle in unseren anderen Regionen zu erhöhen. Ich würde sagen, der Norden sieht furchtbar aus. Aber nehmen wir erstmal Madrid. Wir kümmern uns erstmal um unser Herzogtum hier. Auch wenn es nicht meine direkt gehaltene Provinz ist. Ich möchte, dass der Süden unter Kontrolle ist. Ist recht, weil der Norden ja eventuell in meinen Bruder fällt. Also wird es sich nicht lohnen, da die Kontrolle zu erhöhen. Nur damit im nächsten Erbschaftskrieg die Kontrolle wieder runtergeht. Diese Fraktion, die immer wieder geschaffen wird, nervt schon ein bisschen. So, wir könnten auch mal den Hof halten und wir haben ja... Ne, wir haben kein Hof-Event, das denke ich immer, aber wir haben zu wenig Hofpracht, das ist das Problem. Aber wir nähern uns ja der richtigen Hofprachtstufe langsam. Und ja, jetzt würde ich sagen, nehmen wir noch Alcacer de Sal ein. Und dann sollte der Krieg vorbei sein. Eine falsche Bekehrungen. Eine Reihe sogenannter Converso wurde von ihrem ehemaligen Rabbi gesagt. Das ist ein anderer Glaube. Ehegeleiteter Glaube. Aber auch den Papst als Oberhaupt. Sie sollten vorgeben, zum wahren Glauben konvertiert zu sein. Doch heimlich praktizierten sie weiter ihre alten Ritigen. Karaismus. Ein jüdischer Glaube. Juden versteckt als Converso. Falls das stimmt, würde es unsere Bemühungen untergraben, die jüdische Gemeinde Iberien zum Christentum zu bekehren. Einer ihrer Anführer, Avishai, soll angeblich jüdische Lehren verbreiten. Ein ehrlicher, unersättlicher, großzügiger, fehlgeleiteter Krieger. Mir ist das einerlei. Weil wir zynisch sind, würde das fast passen. Ich soll diesen Ketzer verhören. Nicht so gut. Obwohl er nicht, er wird in meinem Kerker verrotten. Das wird zu sadistisch passen. Aber zu nachsichtig und zynisch passt meiner Meinung nach eher, dass wir uns nicht für Religion interessieren so richtig. Deswegen würde ich sagen, mir ist das einerlei. Mal gucken, was passiert. Er konvertierte zum Glauben. Ich meine, der Karaismus ist ja auch eine Riss. Ich glaube, die Religion gibt es momentan gar nicht. Hier ist das Koptentum. Ich sehe keinen Karaismus. Sehr interessant. Das wäre also eine Möglichkeit, den karaistischen Glauben wiederzubeleben. Aber können wir nicht machen, da wir mosarabisch sein müssen. Schade. Das Achievement, was wir verfolgen, nimmt uns ein bisschen die Möglichkeiten, witzige Sachen zu machen. Aber interessante Möglichkeiten, die sich hier auftun. Na, ich drücke auf Play. Wir wollen ja auch, dass der Krieg noch vorbeigeht. Gnade für die Söldner. Was passiert denn hier alles? Das sind alles Events, die ich immer noch nicht so richtig kenne. Das geschäftige Treiben eines Gasthauses, ein guter Most, ein ruhiger Abend nach einem langen Tag. Mir wird der Krug aus der Hand geschlagen von einem Söldner, der bei einer Prügelei in mich stolperte und jede Hoffnung auf Entspannung rinnt dahin mit meinem Most. Bitte, mein Fürst, fleht der Gastwirt. Die Schläger von Pera Amat saufen mir die Fässer leer, ohne dafür zu bezahlen. Und das schon seit Tagen und ihre Keilereien vergraulen mir Personal und Gäste. Ich bezahle eure Zecke, wenn ihr auf der Stelle verschwindet. Wir werben eigentlich nie Söldner an, also nein. Soldaten, werft sie raus. Passt mehr zu uns. Oder sie sind zu betrunken, um sich wehren zu können. Ich mach das selber. Ich meine, ich bin ein fähiger Taktiker, aufstrebender Schwertmeister und ein Trunkenbold. Und selbst bin ich auch fleißig. Also ja, wir machen das selber. Was möchte er? Bitte nimm eine Einladung zu einem spannenden Zeitvertreib. Er verliert Geld. Ja, warum nicht? Annehmen. Sind wir jetzt bei ihm zum... Ja, sind wir jetzt zum Festmahl eingeladen.
Jetzt startet es. Na, hoffentlich lohnt sich das. Ich bin ein Trunkenbold, das heißt, es passt ja eigentlich schon. Bist du eine Kriegsgefangene, die 25 Punkte wert ist? Ja, das werde ich auch nutzen, um den Krieg zu beenden, denn ich habe keine Lust, den Krieg noch weiterzuführen, nur für ein bisschen Geld. Deswegen würde ich sagen, wir beenden den Krieg. Wir erhalten all diese Titel, was wirklich, wirklich viel ist. Und haben damit unseren Krieg beendet im Westen und uns eine Westküste geschaffen. Das sieht doch sehr, sehr gut aus jetzt. Jetzt haben wir langsam natürlich auch das Problem, dass wir immer mehr Menschen haben, die uns nicht mögen. Wir haben irgendwie Vasallen bekommen, die nicht unser Glaube sind. Vasallen bekommen, die uns einfach nicht mögen. Aber wir haben auch viel Land selber bekommen, wo wir dann selbst verteilen können und dafür sorgen können, dass wir weniger Probleme haben sollten. Also diese Fraktion hier, Bauernpöbel, okay, das ist kein Problem. Und andere Fraktionen gibt es momentan nicht. Also wir haben momentan keine große Revoltenrisiko, aber ich habe es im Gefühl, dass es demnächst eins geben wird. Und ja, ich denke, wir werden in den nächsten Episoden erstmal klären müssen, wie wir uns intern wieder aufstellen, bevor wir weiter extern neue Feinde suchen können. Denn ich denke, intern haben wir auch schon einige. Und das ist auf jeden Fall eine Sache für die nächste Episode. Und deswegen würde ich sagen, schaltet wieder ein. Und bis dahin, euer Mische.